Hallo und herzlich willkommen meine Lieben zu einem neuen Division 2 Video und heute habe ich ein Supporter-Bild für euch. Ich erzähle euch mal kurz eine kleine Vorgeschichte. Ich laufe sehr gerne zufällige Missionen, bevorzugt natürlich auf Heroisch und die derzeitige Meta besteht ja fast nur aus Glaskanonen-DPSern oder generell aus DPS und oftmals ist es halt so der Fall, dass die Leute ein bisschen übermütig werden und man halt an einer bestimmten Stelle dann stirbt bzw. wiped und die ganze Mission verloren ist und man von vorne anfangen muss. Und um denen ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich halt einfach ein Support-Bild gebastelt, das sowohl Kontrolle als auch Heilung ermöglicht. Und das möchte ich euch heute zeigen. Wir fangen direkt an mit den Waffen. Also, waffentechnisch habe ich hier einmal ewiger Blick mit perfekter Wiederholung, Kopfschüsse gewähren plus 50% Statuseffektschaden und Dauer für den nächsten von ihnen ausgelösten Statuseffekt. Das Ganze hat einen Cooldown von 16 Sekunden auf der Waffe. Normale Wiederholung hat glaube ich 20 Sekunden Cooldown. Ihr könnt hier jede Waffe nehmen, die Wiederholung als Talent drauf hat. Die Damage Stats sind generell vollkommen egal. Die Waffe wird folgendermaßen gemoddet. Wir wollen ja mit dem Ding einen Kopfschuss machen. Also gehen wir hier komplett auf Präzision und Stabilität. Ich habe hier das 552er Holovisier auf der Waffe drauf mit 10% Präzision. Ich habe den vertikalen Griff mit 10% Präzision. Den langen Schalldämpfer Kaliber 762 mit 10% Präzision. Und auf dem Magazin habe ich 20% Stabilität mit gewichtetes 762er Magazin. Ja, es geht wirklich nur darum, dass wir mit dem Ding auch treffen. Als Zweitwaffe haben wir Ersatzschlagmann. Hier gilt auch, es muss nicht unbedingt die Nebenwaffe sein. Die, wie gesagt, die Schadensattribute sind uns im Prinzip egal. Hier haben wir drauf perfekt restauriert. Kopfschüsse gewähren für 8 Sekunden plus 40% Fertigkeitenreparatur. Hier tut es auch das normale Restauriert-Talent. Was ich ein bisschen dazu sagen muss, ihr werdet zu 99% die Waffe mit Wiederholung in der Hand haben, weil unsere Heilung im Prinzip ausreicht. Die Waffe ist eigentlich nur ja da, dass sie halt da ist, falls man sie halt brauchen sollte. Kommt halt darauf an, wie ihr das Ganze spielen wollt. Also, wir spielen das Ganze insgesamt mit drei Teilen Richter und Kaiser. Und wenn wir sie denn hätten, drei Teile Alps Summit Armament. Warum? Alps Summit gibt uns halt Reparaturfertigkeiten, Fertigkeiten Dauer und Fertigkeiten Tempo. Und Richter und Kaiser gibt uns durchgeführte Reparaturen, Sprengsatzwiderstand und nochmal Reparaturfertigkeiten. So, also kommen wir mal zu den Stats. Wir wollen hier einen Hybrid bauen aus Statuseffekten und Reparaturfertigkeiten. Das heißt, diese beiden Stats wollt ihr auf jeden Fall haben, abgesehen natürlich vom Fertigkeitenrang, das ist ja logisch. Statuseffekte, Reparaturfertigkeiten und das Mod nochmal Reparaturfertigkeiten auf der Maske. Auf dem Rucksack haben wir Statuseffekte, Reparaturfertigkeiten. Hier bei Richter und Kaiser haben wir eine blaue Mod. Hier habe ich durchgeführte Reparaturen als Mod nochmal drin. Und als Talent Sicherheitsvorkehrung. Bei intakter Rüstung erhöht sich die gesamte Fertigkeitenreparatur um 100%. Alternativ könnt ihr hier noch verwenden unter Schock. Die Anwendung eines Statuseffekts auf einen Gegner erhöht den Fertigkeitenschaden und die Fertigkeitenreparatur um 20%. Kommt ganz drauf an, welche Spielart ihr bevorzugt. Wir werden gleich sehen, auf der Brustplatte haben wir auch noch ein Talent, das ziemlich wichtig ist, was Deckung angeht. Und ich bevorzuge hier Sicherheitsvorkehrung, weil es uns einfach die Möglichkeit gibt, einen DPS-Spieler mit einem Tick zu heilen. Das erkläre ich euch aber auch gleich nochmal. Kommen wir zur Brustplatte. Hier habe ich einen China Light. Hier wollten wir eigentlich einen Alp Summit. Ich habe jetzt noch kein geeignetes Teil gefunden, von daher habe ich hier einen China Light. Explosionsschaden bringt uns in dem Fall natürlich nichts. Fertigkeiten, Tempo, Status, Effekte, Reparaturfertigkeiten. Ihr könnt hier, wenn ihr wollt, Fertigkeiten, Tempo natürlich austauschen gegen Reparaturfertigkeiten. Und als Talent habe ich hier überwacht. Sobald man 10 Sekunden lang in Deckung war, erhöht sich der gesamte Waffen- und Fertigkeitenschaden von ihnen und allen ihren Verbündeten um 12%, solange man weiterhin in Deckung bleibt oder sich von Deckung zu Deckung bewegt. Es dauert halt 10 Sekunden, bis das Ganze aktiv ist, aber dann hat eure komplette Gruppe 12% mehr Schaden. Ganz egal, ob es ein Skill-Spieler ist oder ein Waffen-DPS-Spieler. Alternativ könnt ihr natürlich auch empathische Lösung spielen. Dadurch müsst ihr halt nicht unbedingt in Deckung bleiben. Die Reparatur eines Verbündeten steigert seinen gesamten Waffen- und Fertigkeiten-Schaden 10 Sekunden lang um 3-15%.
Die Effektivität wird durch ihren Fertigkeitenrang erhöht. Das heißt, wir haben hier 15%. Kann man genauso machen. Aber das trifft halt nur dann zu, wenn ihr auch tatsächlich einen Spieler heilt. Manche Spieler spielen halt doch ein bisschen mit Hirn und sind halt in Deckung und dann bringt denen das gar nichts. Von daher ist überwacht hier das bessere Talent. Dann gehen wir weiter zu den Handschuhen. Bei den Handschuhen haben wir hier wieder ein Richter- und Kaiserteil, Reparaturfertigkeiten und Statuseffekte. Beim Holster haben wir wieder Richter und Kaiser und hier habe ich noch nicht umgerollt, aber hier könnte man entweder Tempo dann drauf machen oder Reparaturfertigkeiten. Dann haben wir noch die Knieschützer, hier haben wir wieder ein Alps-Summit-Teil, Reparaturfertigkeiten, Statuseffekte als Roll. Was die Aufteilung der Items angeht, wie er die anlegt, ist eigentlich im Prinzip egal. Hauptsache es sind drei Alps und drei Richter und Kaiser Teile. So, dann kommen wir mal zu den Skills. Der erste Skill ist variabel, das sage ich gleich mal dazu. Ich spiele meistens halt mit dem Glühwürmchen, mit dem Blender, weil es einfach der stärkste Kontrolleffekt ist, den es halt gibt. Sind die Gegner blind, haben die eine Trefferchance von 1%. Die laufen halt durch die Gegend, gehen aus der Deckung raus. Ist natürlich ein super gutes Kontrollelement. Der Nachteil daran ist, ihr habt halt einen relativ hohen Cooldown von 41 Sekunden, da wir hier nicht mit Tempo spielen. Aber die Blindwirkzeit ist hier halt bei über 20 Sekunden und von daher ist das halt super gut. Spielt ihr gegen die Black Tusk, könnt ihr natürlich das Störgerät hier verwenden. Dauer-EMP-Wirkzeit haben wir hier 12,6 Sekunden, Radius 32 Meter und Cooldown 26,3 Sekunden. Ihr könnt auch den Kemwerfer mit Feuerteufel verwenden. Wir haben hier einen Munitions-Cooldown halt leider von 26,3 Sekunden, 7 Stück Munition. Dafür haben wir halt ordentlich Schaden durch unsere Statuseffekte und die Branddauer liegt bei 10 Sekunden. Man merkt halt schon, der längste Effekt, den wir hier erreichen können, ist natürlich mit dem Glühwürmchen. Und ja, so viel zu den Skills. Als zweiten Skill verwenden wir noch den Drohnenstock mit dem Wiederhersteller. Dadurch, dass wir als Talent eben 100% Reparaturfertigkeiten haben, wenn wir volle Rüstung haben, ist die Heilung hier natürlich verdoppelt. Wir haben hier dann über 600.000, sprich ein DPS-Spieler läuft so im Schnitt mit zwischen 700 und 800k Rüstung rum. Und damit ist er mit einem Tick, wenn er was abbekommt, halt wieder vollgeheilt. Und wir haben hier 36 Ladungen mit einer Reichweite von 13 Metern. Auffülltempo 2 Sekunden, das heißt alle 2 Sekunden bekommt ihr eine Ladung zurück, sobald ihr den Drohnenstock wieder an eure Hüfte tragt. Als nächstes haben wir noch die Spezialisierung. Hier wählen wir den Überlebensexperten. Hier gibt es einige nützliche Talente für uns. Zum Beispiel 10% höherer Schutz vor Elite-Gegnern ist ganz gut für uns, wir wollen ja nicht sterben. Reparaturkits reparieren nun über 5 Sekunden und nicht mehr sofort gelten, aber auch innerhalb von Gruppenmitgliedern innerhalb von 20 Metern. 15% höhere Fremdheilung, wir haben hier auch die Brandgranate, auch das ist ein guter Kontrolleffekt für uns. Waffentechnisch skillen wir Gewehre, Scharfschützengewehre, das dritte ist nach Belieben. Dann haben wir noch Gruppenmitglieder erhalten 10% extra Schaden für Ziele mit Statuseffekten. Das heißt, auch hier profitiert unsere Gruppe davon. Und während sie in Deckung sind, gewinnen sie 10% Fertigkeitentempo. Das heißt, hier haben wir, dadurch, dass wir Hybrid spielen, profitieren wir hier auch voll und ganz von dem Ganzen. So, schauen wir uns noch kurz an, wie das Ganze hier funktioniert. Wir haben im Prinzip jetzt ein paar Sachen, die wir halt beachten müssen. Zum einen seht ihr jetzt unten unter meiner Munitionsanzeige, wie sich der Balken da füllt. Das sind die 10 Sekunden, die wir halt warten müssen, damit der 12% Schadensbuff für die Gruppe vorhanden ist. Dann wird das Ganze blau. Dann haben wir natürlich noch unsere Waffen. Ein Kopfschuss, das seht ihr hier an dem Unendlichkeitssymbol. Dadurch habt ihr halt 50% längere Statuseffekte. Beim Scharfschützengewehr ist das Ganze ähnlich, da habt ihr die Restaurierung, die tickt dann halt runter. Und ja, was sonst noch zu beachten ist, der Drohnenstock hat natürlich auch eine Zeit, die ja abläuft quasi. Nochmal hinlegen, ihr seht das jetzt, das Symbol vom Drohnenstock ist jetzt orange, der
Balken geht langsam runter. Ihr müsst halt darauf achten, wenn noch Ladungen verfügbar sind. Ihr könnt hingehen und das Ganze wieder einsammeln. Dann habt ihr halt das Ganze wieder an eure Hüfte und es sind nicht alle Ladungen verloren. Ihr müsst halt ein bisschen mobil sein damit. Generell die Heilung ist nicht schlecht. Ja. Ihr seht's. Also man kann sich damit halt ordentlich voll heilen. Und dann sammelt man das Ganze wieder ein und hat halt 29 Ladungen in dem Fall übrig und dann tickt das Ganze wieder hoch auf 36. So, ich habe jetzt noch ein paar Gameplay-Szenen für euch zusammengeschnitten. Ihr könnt euch gerne reinziehen, wenn ihr wollt. Hier seht ihr das volle Potenzial des Builds. Und ja, ansonsten lasst gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Agent am Boden. Ein Agent braucht Unterstützung. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Schwere Verwundung entdeckt. Agent am Boden. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Schwere Verwundung entdeckt. Klingt, als käme Sie der Sache näher, Agent. Bleiben Sie dran.
Geben Sie es ihr Agent. Da muss irgendwo eine Energiequelle sein. Wir könnten versuchen, sie zu zerstören. Ausgeschaltet. Turm lahmgelegt. Du hast nicht die geringste Ahnung, was du anrichtest. Was das für unsere Sache bedeutet. Wenn ich das richtig interpretiere, heißt das, wir machen alles richtig. Thank you.
Zeit zu improvisieren. Diese Ventile könnten nützlich sein. Ölgasdruck umgeleitet. Unterstützung.
Feuer, Explosionen, mordlustige Irre. Ein bisschen viel für meinen Geschmack, aber ich verstehe, dass Ihnen das gefällt.